Hallo ihr Lieben, psst, ich habe geklaut und zwar einen Tag, den Entweder-Oder-Tag. Der hat mir so gut gefallen und ich sah ihn bei der Beauty Queen darum. Und weil ich überhaupt keine Ahnung von diesem ganzen Beauty-Gedöns habe, dachte ich mir, ich schreibe ihn um auf uns Book-YouTuber. Und alle, die wollen, können mitmachen. Schwierige Frage, denn mein absolutes Lieblingsbuch hat gerade mal 223 Seiten. Doch ich musste bei einem Blick in mein Bücherregal feststellen, dass es ja eher die Mehrzahl dicker Bücher ist, die mein Herz im Sturm erobert hat und dass es wirklich eine geniale Kunst ist, so viele Informationen, Genialität in so ein kleines Buch oder schmales Buch reinzupacken und daher würde ich mich für die fetten Wälzer entscheiden. Ich sag immer, solange ich in den Büchern weder Schamhaar noch Popel finde, ist mir das eigentlich piepegal. Zugegebenermaßen tue ich mich mit beiden Genres relativ schwer, aber wenn, dann doch lieber historisch. Fantasy ist einfach nicht mein Ding. Da lautet meine Entscheidung klipp und klar Taschenbuch. Liegen viel leichter in der Hand, auch wenn sich gebundene Bücher besser im Regal machen. Nein, Taschenbücher lese ich lieber. Auch da kann ich mich leider wieder absolut nicht entscheiden, denn ich liebe Bücher, die mich zu Tränen rühren und ich liebe Bücher, die mich herzhaft zum Lachen bringen. Hauptsache, sie bewegen was und verursachen Emotionen, lösen irgendwas in mir aus und daher kann ich mich leider nicht entscheiden. Definitiv Sommerleser. Es gibt doch nichts Schöneres, als sich ein wunderschönes Buch zu krallen, sich an den Strand zu ballern und den ganzen Tag zu lesen. Aber Vorsicht mit der Sonnencreme. Klassiker waren Schullektüre und auch Pflicht in der Buchhändlerschule. Auch zur Abschlussprüfung zur Buchhändlerin musste ich wahnsinnig viele Reklamhefte lesen. Und ich bin es leid. Und nein, dann eher Mainstream. Natürlich Romane. Ich liebe Romane, frei erfundene Geschichten und Ratgeber, da bin ich echt zu faul. Ich lese mir nicht mal Gebrauchsanweisungen durch, ich probiere da lieber aus. Romane. Bei mir muss das Blut aus den Büchern nur so tropfen. Literatur, auf den Kriminalroman steht, rühre ich gar nicht erst an. Seit ich YouTube-Videos mache, stellt sich die Frage für mich gar nicht. Es ist doch immer viel schöner, ein richtiges Buch in die Kamera zu halten, als so ein E-Book. Wenn ich allerdings viel verreisen würde, viel unterwegs wäre, dann wäre das eine gute Alternative mit den E-Books. So sage ich aber, Printausgabe. Alle, die meine Videos regelmäßig verfolgen, wissen, dass ich immer wieder fleißig ausmiste. Ich schenke die Bücher gerne an euch weiter. Ich möchte, dass so viele Leute wie möglich lesen. Und ich glaube nicht, dass ich irgendwann mal Zeit habe, ein Buch doppelt zu lesen. Deshalb ausmisten. Definitiv stationärer Buchhandel. Hey Leute, ich lebe davon. Und liebe Internet-Junkies, kommt zurück in den Laden. Aus beruflichen Gründen muss ich immer auf dem aktuellsten Stand sein. Deshalb Novitäten.
denke schon, dass ich im Laufe meines Lebens eher mehr Bestseller gelesen habe als Ladenhüter. Aber ich denke, manchmal finden sich in der Buchhandlung auch in den Regalen richtige Schätzchen. Es gilt nur herauszufinden, welche das sind. Wenn ich richtig koche, dann eher selten und lieber frei Schnauze. Vor ein paar Jahren haben meine Kollegen mein Backtalent entdeckt und deshalb sage ich lieber Backbuch. Ich tagge alle, die Lust haben, diesen Tag auch mitzumachen und würde mich besonders freuen, wenn Steffi, Kiki, Tanja, Anka und Sarah diesen Tag drehen würden. Bis zum nächsten Video, eure Leseratte. Tschüss!